Hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen bei Gogo for Camper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Marius, mein Kumpel, den kennt ihr ja schon, weil bei ihm haben wir ja schon den Enduro Mover angebaut, ne? Und funktioniert alles? Ja, alles super, perfekt. Was anderes kannst du jetzt auch nicht sagen. Ja. Genau. Und heute, ich hatte da, oder besser gesagt, in dem letzten Video habe ich ja schon gesagt, wir wollen ja dieses Auto-Steady-System noch einbauen. Genau. Ne? Jetzt war es aber so, dass wir damals das gleich hinterher schießen wollten, aber das hat nicht gepasst, weil Marius hat ein Hobby. Also ein Hobbyfahrgestell hier drunter. Ja. Und wir haben das ja damals auf der Messe zusammen für BPW gekauft. Aber es ist kein BPW, sondern ja, es ist Hobby. Genau. Ne? Das ist ein Unterschied und da passt das nicht. Aber Marius hat sich Gedanken gemacht und hat frei nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, umgebaut. Aber das zeigen wir euch jetzt im Verlauf des Videos, damit ihr eben bei eurem Hobby auch das Auto-Steady-System eben anbauen könnt. Ne? Ja. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn das Auto-Steady-System überhaupt? Das möchte ich euch einmal erklären. Und zwar ist das wie das Alko-Abfuhrsystem. Was ist denn das? Und zwar sind das elektrische Stützen, dass man eben nicht mehr mit dem Akkuschrauber oder eben mit der Kurbel die Stützen runterkurbeln muss. Jetzt werden der ein oder andere oder wie auch immer sagen, ja, das kann ich aber mit dem Akkuschrauber machen. Nein, hier ist es tatsächlich auch so, er nivelliert sich so ein bisschen und stellt sich auch schon fester hin als mit dem Akkuschrauber, weil da könnt ihr ja nicht hochdrücken. Hier ist das eben anders. Durch die Elektrik und das Steuergerät wird das eben so ein bisschen ausnivelliert, aber nicht in der Querachse wie beim E&P-System. Ne? So, aber Marius, zeig uns doch mal am besten, was der Unterschied hier ist. Ich glaube, hier kann man das ganz gut erkennen. Ne? Das ist ja, ja, die beiliegende Adapterschiene sozusagen, ne? Genau, das ist für hinten die Adapterschiene, die angeschraubt wird hier vorne an den Wohnwagen. Das Problem ist aber ja, dass ich den Hobby-Wohnwagen habe und kein BPW-Chassis. Deswegen war das Schraubenloch hier zu kurz beim letzten Mal. Habe ich mir das von einem Bekannten verlängern lassen. Der hat hier einfach eine kleine Platte dran geschweißt mit einem Langloch drin. Ja, und so passt das Ganze jetzt. Ja, das werden wir sehen jetzt. Ob der auch richtig passend gearbeitet hat. Ich hoffe. Damit wir jetzt besser unterpassen, wollen wir hier auf die Auffahrrampe rauffahren. So, Marius, ich bin mal gespannt, ob der Enduro das schafft. Drück mal rauf, die Kiste. Du guckst drüben, ne? Ja. Aber da sieht man mal, was so ein Mover für Kraft hat, ne? Stopp! Ja. Ja, das reicht doch schon mal. Und dann drücken wir, jetzt machen wir da nochmal Stutzbücke rauf und dann passt das. Als erstes müssen wir die alten Stützen abbauen. Dafür nehme ich mir jetzt einmal 19er Nuss. Ganz ehrlich, was sagt ihr eigentlich zu meiner neuen Wand hier? Nicht nur Steffi hat Deko, sondern ich auch jetzt. Finde ich richtig geil. So, nehmen wir uns noch mal einen Schlagschrauber. Der kleine müsste reichen. Damit kriegen wir das ab. 19 und 13 brauchen wir auch, Marius, sagst du, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, genau. Das werden wir sehen. Wenn nicht, wechseln wir noch mal. Und jetzt gehen wir runter und nehmen einmal die alten Stützen ab. So, jetzt haben wir hier hinten einmal den 8er Bolzen, also 13er Schlüssel. So, und vorne, wie gesagt, 19. Marius, hältst du gegen noch? So, jetzt aufpassen, Stütze festhalten, die ist nämlich nicht leicht. Ja. So, da ist das Ding. Das geht eigentlich relativ schnell. So, und die wechseln wir ja aus. Es gibt das System auch so, dass man das in der Stütze, dass man nur den Motor wechselt. Das ist dann aber gefriemelt und ihr müsst genau gucken, ob ihr auch die richtige Stütze dann habt. Einfacher ist das so umzubauen, wie Marius sich das gekauft hat, ne? Wo alles gleich mit bei ist. Ne? Da ist eigentlich Plug and Play. So, und hier müssen wir den 8er Bolzen ja auch abnehmen auf der anderen Seite. Das ist ja jetzt die rechte Seite hier. Ach ja, ich habe mich jetzt gerade erschrocken, aber der kommt ja noch gar nicht runter. Vorne muss ich alles lösen. Oh, so. So, dann ist der auch ab. Wie gesagt, passt wirklich auf, wenn euch der ins Gesicht fliegt, das schmerzt, glaube ich. Jetzt sehen wir hier in der Anleitung, dass wir in Fahrtrichtung haben wir ja jetzt hier hinten links, da muss eine rechte ran, weil sie rechts rum dreht. Ne? Rechts, links, hier sieht man das und wieder links, rechts. Da kann man das in der Anleitung gut sehen, welche Stütze wir jetzt nehmen müssen. Auf der Rückseite steht auch drauf, ob das eine rechte oder linke ist. Und nochmal hier als zur Info, wenn ihr das wie Marius auch für euren Hobby machen wollt, wenn ihr kein BPW-Chassis haben möchtet, habt ihr hier für den Metallbauer oder wenn ihr es selber machen wollt, auch die genauen Maße, was ihr hier für Maße haben müsst.
Wenn ihr ein Alko-Chassis habt oder eben wie gesagt BPW, dann ist das Plug and Play, dann müsst ihr da gar nichts machen. Das gibt es für beide Systeme. Und ihr kennt es ja bei meinen Videos, ich hau euch alles, ob das Werkzeug oder eben, ich habe auch coole Kabelhalter, das zeige ich euch gleich alles noch. Das ist ein bisschen besser als die Gurkendinger, die da drin sind. Das hau ich euch alles in der Videobeschreibung. Ne? Wenn ihr es mit dem Handy macht, seht ihr hier, klickt ihr auf mehr und nochmal auf mehr. Und da stellen wir euch die mehreren Systeme rein und da schreiben wir dann auch immer zu, für welches Fahrwerk das Ganze ist. Jetzt bauen wir die neuen Stützen an. Da würde ich euch empfehlen, erstmal den Halterahmen hier zu montieren. Erstmal aber lose. Warum? Weil wir den gleich noch ein bisschen bewegen wollen. So, und jetzt habe ich hier keine neue Stoppmutter, aber ich habe hier Loctite, also Schraubensicherung mittelfest, damit wir das eben auch alles wieder vernünftig machen. So, jetzt Marius, kannst du einmal mit festhalten? Setzen wir das nämlich hier hinten einmal auf, dann ist das leichter. Jetzt müsst ihr hier vorne so eine Nase, hast du? Ja, und dann die Schrauben rein. Fertig, ich hab. Hältst du einmal? Ja. Dann setze ich nämlich einmal die Schrauben an. Auch hier nehmen wir jetzt einmal Schraubensicherung. Nehme ich da an, ja. Genau, da setzen wir ein. Und da. Genau, die kriegen auch gleich noch einen Drehmoment, die Schrauben. So, jetzt Scheibe, Mutter rauf. Und einmal hier so gucken, dass wir hier so durchkommen. Boah, nicht so, ein bisschen eng hier. Und das kriegen wir schon irgendwie hin. Kannst du noch halten, Marius? Ja, ich hab oben. Okay. So, war nicht so einfach. So, den habe ich schon mal angesetzt, andere Seite dann auch gleich. Jetzt habe ich es alles noch so ein bisschen lose und jetzt schraube ich das erstmal so weit ein bisschen fest. So. Hast du? Ja. Achso, du hast keinen Schlüssel, ne? Ja. Da. So runterhängen ein bisschen. Genau. So, jetzt schraube ich aber noch nicht fest. Sondern nur erstmal ein bisschen ran. So. Als nächstes mache ich Schraubensicherung hier hinten auf den Achterbolzen. So. Jetzt schraube ich den schon mal fest. So, Drehmomente sind nicht angegeben. Das heißt, ich nehme jetzt von der Schraubengüte die Drehmomente. Da gibt es eine Liste. Hau ich euch auch einfach mal in die Videobeschreibung. 8,8er 13 sind 25 Newtonmeter. So, und jetzt schrauben wir vorne die M12-Schrauben ran. Und das Geile hier bei meinem Schlagschrauber, der hat einen Reifenmodus. Das heißt, wir knacken ihn erstmal, wenn ich voll rauf drücke, jetzt nur mit 50 Newtonmeter an. Der dreht nicht weiter. So. Auch auf der anderen Seite. Das ist nämlich für Alufelgen und so weiter, damit man nicht ja, mit 140 Newtonmeter die Alufelgen zerstört und dann mit 120 nachdrückt. Ne? Das macht keinen Sinn. Und deswegen drehen wir jetzt hier die mit einem Drehmoment von 80 Newtonmeter fest. 8,8er Schraubengüte und M12 ergibt in dem Fall 80 Newtonmeter. Wenn keine Angabe ist, nehmen wir die Schraubengüte. Muss ja alles schon seine Richtigkeit haben. Ne? Zack. So, auf der anderen Seite auch. Gott. Hier nochmal bitte, Marius, einmal prüfen. Ja. Genau. Und so machen wir das jetzt auf der anderen Seite auch. So, und hier nochmal als Tipp. Ist natürlich einfacher, macht auch Sinn. Nur manchmal kommt man auf die einfachen Sachen, ne? Dass man erst die Schraubensicherung rauf macht und dann das Ganze ansetzt, ne? Marius, kannst du hochsetzen? Schraubensicherung ist drauf. Genau. Schrauben. Ja. So, andersrum natürlich. Hier seht ihr auch nochmal, dass hier L steht. Ne? Das ist jetzt
In dem Fall für die rechte Seite, weil er links rumdreht. Einmal Spiegelverkehr. Super, jetzt ist die auch dran. Ja, jetzt kümmern wir uns um die vorderen Stützen. Die vorderen Stützen abzubauen ist gar nicht schwer. Das sind hier nur zwei Schrauben, die wir lösen, oder zwei Muttern, die wir lösen müssen. Nummer 1. Nummer 2. Da müsst ihr echt gucken, mit einem Schlagschrauber macht sich das echt am besten. Nicht so viel Drehmoment, weil wenn man mit der, ich hatte das schon mal, habe ich mit der Knarre gelöst und da ist mir das passiert, dass das hier, das ist ja nur im Holz gesteckt, das ist ja nur eine Schlossschraube. Und wenn sich die mitdreht, dann habt ihr Geburtstag, weil das ja hinter den Schränken und Möbeln ist und dann weiß man nicht, wie man die festhalten soll. Ne? Das ist echt ätzend, das muss man so sagen. So, jetzt ist die Stütze raus, jetzt müssen wir aber Folgendes noch machen. Das ist jetzt hier auch wieder spezial. Wir müssen hier einmal dieses Halteblech auch noch lösen. Warum, erkläre ich euch gleich. So, und hier auch einmal lösen hier. Das ist hier wieder Schlüsselweite 13. So, das dauert mir zu lange, dann nehme ich auch den Schlagschrauber. Wofür habe ich den denn? So. Das ist der Geheimtrick. Ab. So, und ich habe ja am Anfang gesagt, was nicht passt, wird passend gemacht. Das haben wir ja als Motto hier heute. Weil Marius möchte unbedingt das Auto-Steady-System haben und das kriegt er auch. Jetzt müssen wir aber noch eine Sache verändern. Das müsst ihr auch wissen. Und zwar, das ist ja die alte Stütze, die wir gerade abgebaut haben. Und hier passt ja das Blech wunderbar so daran, ne? Weil das ja eine schmale Stütze ist. Das ist ja hier diese komische Hobbystütze, muss man mal sagen, ne? So, Schwerlaststütze hier, ihr seht, viel massiver, die kann viel mehr Druck ab und so weiter. Das soll ja auch alles ein bisschen halten und qualitativ sein. So, und das Problem ist, wenn wir jetzt das hier so ranbauen möchten, dann seht ihr ja hier, das passt nicht. Warum passt es nicht? Weil dieses Blech hier nicht rüber geht. Wir müssen das also einkürzen. Das ist gar kein Problem. Übrigens, an dieser Stelle mal, ne, das sind alles keine Chassisteile. Hier können wir sägen und bohren, wie wir möchten. Und das ist auch Marius Wohnwagen. Und wie gesagt, wenn er das so haben will, dann kann er das selbst entscheiden. Und die Sache ist die, ihr dürft nicht am Chassis bohren. Ne? Weil ihr hättet ja auch vorhin sagen können, wieso, dann mache ich einfach ein zweites Loch rein. Das wäre ja einfacher gewesen. Dann hätte ja die Stütze vielleicht gepasst. Das dürft ihr aber nicht. Dann erlischt die Betriebserlaubnis des Wohnwagens. Ne? Niemals in Chassis bohren oder sägen. Aber hier, das sind Zubehörteile, gar kein Thema. So, das heißt, wir zeichnen uns das jetzt hier mal an. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier einfach einen Centi ab, lassen Centi stehen. Und jetzt versuche ich das hier mal irgendwie gerade hinzukriegen, dass ich hier mit dem, kriege ich das hin? Mal sehen, ob ich das, nee, ich habe hier keinen Bezugspunkt. Weiß ich auch nicht, wie machen wir das? Wir machen das mal so, wir nehmen das mal ab und dann, nee, so geht das alles nicht. Ich wollte das jetzt gerade machen, aber weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich mir einfach hier den Halterahmen genommen, damit ich hier eine gerade Kante ungefähr kriege. So, wir müssen, geht das so rum, hier so rüber. So, jetzt gehen wir hier schräge rüber und hier, zack. Das nehmen wir jetzt weg und dann müsste das passen. Hier ist auch noch genug Fleisch, das hält. Jetzt merke ich gerade wieder, dass mir doch so das ein oder andere noch fehlt. Ich brauche nämlich noch eine Werkbank. Da muss ich noch mal gucken, was ich da kriegen kann. Und noch einen Schraubstock. Aber jetzt machen wir das hier, do it yourself, einmal hier auf dem Boden. So, dann entgrate ich das auch noch mal ein bisschen natürlich, dass es ein bisschen ordentlich ist. Ja, gut, haben wir gut gemacht, passt. Sehr gut. So, und was wir hier jetzt geflext haben, werden wir noch mal anlackieren, damit da eben auch richtiger Schutz drauf ist. Ne? So ist das ja verzinkt, aber besser ist ja immer noch
da nochmal einen Lack rüber zu ziehen. Oh, das Geräusch ist auch geil, ne? Ey Leute, dieses Gebastel, das ist doch einfach nur geil. Ich habe auch gerade gesehen, Marius muss da noch ein bisschen was kürzen. Er hat sich auch gerade gefreut, dass er basteln kann. Ne, Marius? Ja. Das Basteln macht doch Laune, oder? Ja. Mit ein bisschen mehr Dampf jetzt hier. Ja. Ich liebe deinen Dack und Bauch. Der Lack ist jetzt getrocknet. Jetzt können wir hier das den Halterahmen wieder reinschrauben. So, wie war das mit den Bolzen von innen? Ja. So. Das wird ja hier nur so aufgelegt. Da müssen wir hier einmal gucken, wie der Lack hier trifft. Da. So. Und hier durch. Einmal da. Einmal da oben. So. Scheiben Mutti rauf. So. So. So, dann schrauben wir das fest. Die Position zieht er sich ja ganz alleine hin. Ihr seht es ja hier. Ich lasse es einfach los. Hier brauchte ich jetzt übrigens keine Schraubensicherung raufmachen, weil da habe ich noch zwei Stoppmuttern gefunden. Oh, jetzt habe ich mir wehgetan. Mhm. Oh. So, Freunde, was soll ich sagen? Guckt euch das mal an. Jetzt bin ich ja eben mit der Knarre abgerutscht, genau hier drauf. Ne? Also immer drauf achten. Nee, da hätte die Schutzbrille auch nicht geholfen. Helm kann ich ja nun auch nicht aufsetzen, aber das ist, hier werden keine Kosten und Mühen gescheut. Jetzt muss Steffi mich erstmal verarzten, weil wir wollen nämlich nachher noch auf dem Campingplatz. Wir haben jetzt keine Zeit für Krankenhaus. A few moments later. So, Schwester Stefanie hat mich jetzt verarztet, aber es hat ganz schön gerummelt. Ey, da müsst ihr echt aufpassen. Oh, das wird eine dicke Beule. Aber egal, komm Marius, wir müssen weitermachen. Also, nochmal Sicherheitshinweis, nicht den Kopf da unterhalten. Marius sagte eben schon, und ist das jetzt fest? Ich sage, ich muss nochmal runter. So, zack, jetzt haben wir es fest. So, und jetzt kann die Stütze unter. Marius, gibst mal die Stütze. Ja, das hat ganz schön gerummelt, ne? Weißt du, wir müssen das mal sehen lassen heute? Nee. Das mach ich selber. Zur Not kommt dann Gogo for Camper Aufkleber nachher raus. Irgendwie machen wir das schon. So, jetzt setzen wir hier einmal die Schrauben an. Machen wir da jetzt an. Jetzt habe ich auch Angst, dass mir irgendwas wieder auf den Kopf fliegt hier. So, ein bisschen rüber. Okay. So. 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 Und die müssten ja jetzt theoretisch auch einen Drehmoment von 85 Newton haben. Hier würde ich euch aber empfehlen, vorsichtig zu sein, weil wie gesagt, wenn oben die Schrauben mitdrehen, dann haben wir ein richtiges Problem. Ja. Oh, das ist fest. Das geht nicht ab. Schraubensicherung ist auch drauf. Das reicht. Da ziehe ich jetzt nicht. Die knalle ich jetzt nicht mit 85 Newton unbedingt dran. Ja, man hört das schon knirschen, weil die oben ja, die sitzen ja oben nur im Holz. So müsst ihr euch das vorstellen. Die sind fest. So, Steffi hat mich nochmal neu verarztet. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir gucken. Die Kabel müssen wir jetzt verlegen. Und Marius hat da hinten die Steuerung, da haben wir das ja vom Enduro auch von dem Mover schon alles eingebaut, da müssen wir jetzt hin. Das heißt also, wir müssen unter jetzt die Kabel alles nach vorne links verlegen. Das machen wir jetzt. Und ich hatte das beim Mover auch schon gesagt, ich muss sagen, Enduro denkt auch mit. Auch hier zum Beispiel haben wir jetzt überall diese ja, Markierung, sag ich mal. Und ihr müsst euch so vorstellen, Steffi, dreh mal bitte die Kamera um, dann sieht man das nämlich. A, B, C, D. So müssen wir nachher die Kabel anschließen, damit wir, wenn wir die jetzt alle durch die Bodenführung durchführen, dass wir nachher nicht mehr wissen, welches Kabel kommt denn wohin, markieren wir uns die jetzt einmal. Ne? Das heißt, wir fangen jetzt hier hinten links an, das ist B. Ich mache jetzt erstmal alle hier rein. So. Mitgeliefert waren jetzt hier diese Kabelhalter, von denen halte ich tatsächlich nichts, die rutschen immer so weg.
Und das sieht auch irgendwie plündig aus, auch wenn man jetzt nicht jeden Tag da unterguckt, aber das muss vernünftig sein. Ich nehme diese hier, das sind so eine Profi-Kabelhalter. Da kommt dann ein Kabelbinder durch und dann sieht das auch alles ein bisschen vernünftiger aus und das kann man auch fester montieren. So, dann würde ich sagen, Marius, wir legen uns unter und legen mal die Kabel ordentlich hin. Ne? Gibst du einmal die Ummantelung auch nochmal, wenn wir, ach da, hast du schon geholt, sehr gut. Ja. So, die Kabel verlegen wir jetzt hier rüber, das ist ja die linke Seite. So, und unsere Idee ist jetzt einmal die linke Seite gleich hier mit rüber zu holen, damit wir alles nur einmal machen müssen, ne? Also nach vorne legen. So, und Marius macht das da schon mal fest, damit wir das Kabel ein bisschen entlasten, also so eine Zugentlastung. Genau. Hier brauchst du einen Kabelbinder, ja, ne? Ja. Die machen wir nachher ab. So, und ich gehe dann hier durch schon mal. So. Kommt das schon? So. So, wichtig ist eigentlich nur, dass ihr es nicht zu stramm macht, damit sich das noch ein bisschen bewegen kann. Einmal ordentlich rüberlegen, seht ihr gleich, wenn wir das fertig haben. Und überall, wo ihr durch Rahmteile geht, müsst ihr dann dran denken, dass ihr hier so eine Schlauchummantelung, die liegt ja hier, dass ihr die nochmal durchführt dann, ne? So, manche sind hier offen. Ne, das müssen wir hier einmal durchführen. Oder ist die offen? Kann man auch aufschneiden natürlich. Aber so, dass man das denn hier nochmal rüber macht, damit eben man das Kabel nicht verletzen kann. Ja, so legen wir jetzt alle vier Kabel nach vorne links. Jetzt haben Marius und ich die Kabel hier einmal nach vorne gelegt. Ihr seht es hier. Da kann man auch nochmal die Halter sehen. So, und vorne haben wir das eben auch gemacht. Von der rechten Seite hier rüber gelegt. Und das meine ich hier mit dem Kabelschutz hier bei den Kanten. So, und ihr dürft die eben auch nicht an den Gasrohren befestigen, ne? Das haben wir eben auch nicht gemacht. Und jetzt kommen wir ja hier vorne, wo ist das Loch jetzt? Jetzt muss ich einmal kurz die Kamera drehen. Hier vorne raus, da ist die Bodendurchführung. Die habe ich ja damals beim Enduro Mover gesetzt. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, schaut euch gerne da das Video nochmal an. So, und wir haben extra hier damals kein Dichtmittel reingemacht, weil wir ja wussten, wir müssen ja noch mit Kabel hier durch. Das ist ja das Tolle bei der Bodendurchführung. Und da zeige ich euch nachher aber auch noch mal was Tolles, damit wir das abdichten können und immer wieder lösen können. Das machen wir aber ganz zum Schluss. Jetzt haben wir hier das Steuergerät. Falls ihr das Rauschen hört, müsst ihr einmal nach links bitte gucken. Wir müssen einmal Marios Batterie aufladen. Der muss nämlich noch nach Koblenz heute. So, zurück. Das Steuergerät. Jetzt haben wir ja hier die Kabel. Und hier soll das ja rein. Ich hatte das ja damals schon bei dem Mover-Video gesagt. Hier soll jetzt das Steuergerät rein. Wir haben ja eigentlich nur die Chance, dass wir es hier so reinbauen. Wir müssen allerdings darauf achten. Wir haben hier das Buskabel, also das Kommunikationskabel, geht hier rein. Da. Das ist alles immer so klein. Da. Da rein und muss jetzt mit dem Steuergerät vom Mover verbunden werden. Und da müsst ihr halt darauf achten, dass ihr das erstmal vorher prüft, nicht, dass ihr das irgendwo anschraubt und dann passt das nachher nicht mehr. Da, das passt aber von der Länge her. Das heißt, so können wir es eben hier anbauen. So rum würde ich es jetzt auch machen. Und dann haben wir jetzt hier die Kabel. Ihr seht, das ist relativ kurz, das kommt nämlich von ganz hinten. Und dann haben wir hier die längeren Kabel und deswegen haben wir uns die ja markiert. So, jetzt werde ich die mal so ein bisschen entwirren. So, und hier steht ja jetzt drauf, welches das ist. Das heißt C, das merke ich mir jetzt. Und dann schneide ich das der Länge nach ab jetzt. Ein bisschen Luft lasse ich immer noch da. Und dann schließen wir jetzt erstmal das Steuergerät an. Und ich habe hier ein neues Werkzeug, das will ich auch unbedingt mal ausprobieren. So, damit kann ich nämlich hier jetzt die Kabel richtig gut abisolieren. Oder auch nicht. Wie funktioniert das hier? Muss ich erstmal gucken. So, ach ja, ich muss ein bisschen drücken oder hier drehen. Es kann auch sein, dass das hier nicht geht, weil das kein rundes ist. So. Nee, geht nicht, weiß ich auch nicht. So. Jetzt habe ich die Kabel verkrimmt und jetzt müssen wir sie ja am Steuergerät anschließen. So, und jetzt haben wir ja hier einmal C- in dem Fall. So, das ist hier. Da gehen wir dann ran mit dem Kabelschuh. Da muss ich gleich noch weiter aufdrehen und C+. Und so verbinden wir jetzt alle Kabel hier. So, das mache ich einmal fertig und dann müssen wir noch Spannung uns holen, aber das zeige ich gleich. Jetzt habe ich mein Werkzeug auch mein neues verstanden. Guck mal hier, ich habe die falsche Seite genommen, weil das Kabel ist ja kein Rundkabel, ne?
gehe ich hier einfach ran, zack, drücken, abisolieren. Das ist doch geil. Jetzt habe ich alle Kabel soweit angeschlossen, außer zwei Stück. Hier seht ihr E und N. Hier könnte man ja zum Beispiel den Klemme 15, also das Zündungsplus vom Fahrzeug anschließen. Dann wäre es so, dass wenn man jetzt die Anhängerkupplung eben anschließt oder das Stromkabel, dann würde er automatisch die Stützen hochfahren. Ja, das ist aber Quatsch, weil in dem Moment, wenn man die Stützen runterfahren will und das Zugfahrzeug angekuppelt ist, dann hat man wieder ein Problem. Das wollen wir natürlich nicht oder Marius auch nicht, weil wenn man einfach mal auf dem Rastplatz ist, will man natürlich einfach die Stützen einfach mal runterfahren. Des Weiteren habe ich ja sowieso das Ganze hier über Hauptstrom angeschlossen, weil dann müsste ich ja reingehen und erstmal wieder das Kabel freischalten. Das ist alles Quatsch, das lassen wir hier weg. Was wir jetzt hier noch einstellen, ist hier hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier steht also Low, Middle, High. Das heißt, je nach Gewicht. Marius Wohnwagen hat 1800 Kilo. Zulässige Gesamtmasse. Das heißt, wir machen hier auf Hoch oder High. Das Ding ist, jetzt werde ich das hier gleich verbinden. Was ich aber noch verbinden muss, ist natürlich 12 Volt. Spannung muss er haben. Ich hole mir die Spannung direkt vom Steuergerät, vom Mover. Hier habe ich schon Masse abgemacht. Ne? Also schwarz ist Minus, rot ist Plus. Wichtig ist, dass ihr hier nochmal eine Sicherung zwischenmacht. Diese 40 Ampere Sicherung, die ist da eben auch bei gewesen. Das Ganze schließe ich jetzt hier nochmal einmal auf Plus an und einmal auf Minus. Dann habe ich soweit fertig. So, und hier habe ich was ganz Neues entdeckt. Und zwar ist das so eine Klebedichtmasse, eine Butyldichtmasse, die man wieder entfernen kann. Das heißt, ich kann die schön reindrücken, somit die Bodendurchführung, also das Loch, verschließen. Alle Kabeldurchführungen, egal was, man kann da sogar was mit so ein bisschen ankleben. Und das härtet nicht aus. Ich kann das immer wieder entfernen. Richtig geiles Zeug. Und damit schmiere ich jetzt die Bodendurchführung zu, weil da sollen ja keine Ameisen, Insekten oder eben auch Feuchtigkeit und so weiter ins Wohnwageninnere gelangen. Müssen wir aber noch einmal die Stützplatten anbauen. Ja. Das müssen wir noch machen. Und da hast du ja auch noch eine geile Idee, ne? Ja. Ja, das zeige ich euch jetzt mal. Sowas finde ich ja immer cool. Oh. Oh, pass auf. Und zwar hat Marius hier an den Stützplatten was sich ausgedruckt mit 3D-Druck, ne? Ja. Und die Idee dahinter finde ich ja mega. Die Druckdatei hauen wir euch auch in die Videobeschreibung, ne? Die kriegt ihr natürlich von uns kostenlos dazu. Und zwar, normalerweise hängen die ja hier dran. Und dann wackeln die hier vielleicht rum beim Fahren und so weiter. Ne? So, und hier ist es jetzt so, dass per Magnet das festhält. So, und beim Runterlassen drückt er natürlich automatisch wieder hier hinten und dann öffnet er wieder. Das finde ich geil. So wackelt das hier nicht rum und klappert. Das muss ich auch mir irgendwie, das finde ich mega. Hast du gut gemacht. So, Marius, bau mal bitte die Stützplatte an. Ich muss mal noch mal mein Pflaster wechseln. Ich fange nämlich schon wieder an zu bluten hier. Jo, warte ich. Läuft das da raus, oder? Scheiße. Das ist ja furchtbar. So, jetzt sind wir ja soweit fertig. Das ist die Fernbedienung, die dabei war. Damit sollte es jetzt schon funktionieren. Ich drücke mal drauf. Länger gedrückt halten. Ne, passiert gar nichts. Ach ja, ich muss erstmal die Fernbedienung anmachen. Dreimal gedrückt halten. Und jetzt müsste hinten das hinten losgehen, dass die Stützen runterfahren. Ja, es geht los. Kommt mal bitte mit. Jetzt seht ihr, dass die Stützen runterfahren. Das ist schon mal toll. Das wollen wir aber nicht. Warum wollen wir das nicht? Weil Marius ja schon den Enduro-Mover hat. Und Marius, sag mal bitte deine Fernbedienung. So, guck mal hier. Hier hat er ja auch dieses Auto-Level-System und so weiter, also dass du tarieren kannst. Ne? Und was war das noch? Das, ja, austarieren. Ne? Ja, also, austarieren. Die Stützen kann man auch damit steuern, also komplett einmal alles. Genau. Und jetzt wollen wir das natürlich so machen, dass Marius nicht diese Fernbedienung nutzen muss, sondern diese hier, ne? Die müssen wir jetzt noch einmal verbinden. Das zeigen wir euch einmal, wie das geht, und dann geht das los hier. Hoffentlich klappt das, dann haben wir echt alles hingekriegt. Und zwar haben wir hier im Steuergerät hier hinten eine kleine Reset-Taste. Die müssen wir einmal gedrückt halten. Oder nur kurz drücken, Marius. Was steht in der Anleitung? Gedrückt halten, kurz. Ja, hier blinkt das jetzt. Ja. Jetzt.
Und jetzt musst du hier beide Tasten gedrückt halten, ne? Ja, vor und zurück gleichzeitig. Da, klackt. Nee. Ich glaube, das war's. Okay, mach mal. Ja, sauber. Es läuft. Digga, läuft, Junge. Jetzt gehen wir mal schnell raus und gucken, was er macht. Ja. Da, das meinte ich mit seinen Magneten. Funktioniert. Geil, Marius, das ist auch cool. So, jetzt drückt er ihn schon mal hoch. So. Und jetzt hat er durch das Steuergerät eine Wasserwaage eingebaut. Er müsste jetzt eigentlich... Was hat er vor? Weiß ich auch nicht. Wir hatten eben das Problem, dass die nicht aufgehört haben, hochzudrücken. Ne? So, und jetzt als Tipp, und deswegen ist es immer gut, dass wir Versuchskaninchen sind. Ja. Jetzt haben wir eben nochmal gesucht und ein paar Sachen ausprobiert. Es ist so, da wird ja dieses Buskabel reingesteckt, was eben die beiden Steuergeräte verbindet. Das erst nicht reinstecken, sondern erst die Fernbedienung verbinden und dann das Buskabel reinstecken. Und jetzt genau. Mal nochmal. Jetzt zeigen wir euch, dass es funktioniert. Also, Folgendes passiert. Hinten fahren jetzt die Stützen runter. So, jetzt stoppen sie und jetzt geht's vorne weiter. So, und jetzt drücken die hoch und hören bei einer bestimmten Last auch auf. Sollten auf jeden Fall. Ja, funktioniert, geil. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, nachts um zwei auf dem Rastplatz oder auf irgendeinem Campingplatz mit dem Akkuschrauber, das ist ja schon mal wesentlich geschmeidiger, ne? Ja. Das war's. Trittfester ist er auch. Geil. Ich freue mich. Ja. Digga. Läuft. Marius, feierlich übergebe ich dir hier noch zwei Aufkleber. Einmal den schwarzen und einmal einen Emblemaufkleber. Super, danke. Wir haben ja an der Kiste geschraubt. Ja. Ewig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und wie ich schon sagte, wir hauen euch die ganzen Sachen unten in die Videobeschreibung. Ja, und dann würden wir uns natürlich über ein Like und ein Abo freuen, ne? Marius, ich wünsche euch eine gute... Gerne, mein Lieber. Ich habe ja auch immer Bock auf sowas, ne? Ja, und dann wünsche ich euch eine gute Heimfahrt. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz.